Hallo, einen wunderschönen Samstagabend wünsche ich dir. Wir sind gerade in unserem Hotelzimmer angekommen. Und was macht man samstagsabends um die Uhrzeit? Im Hotelzimmer im Bett liegen und live gehen. Wir waren gerade lecker essen in einer griechischen Taverne hier um die Ecke, ne? Haben uns ganz ja nach Griechenland und Zypern versetzt gefühlt. Muss ja bald wieder hingeht ins Warme. Und wir hatten heute oder die Tage, wir sind ja jetzt schon, hallo liebe Gabriele, wir sind ja jetzt schon, seit wann sind wir unterwegs? Seit 3. Oktober sind ja erst nach Berlin gestartet und dann nach Prag. Jetzt hier in Wien und morgen Abend gibt es zurück ins Saarland, weil wir nächstes Wochenende ja das Moneyfreude-Seminar haben von Freitag bis Sonntag. Ne? Freitagabend um 18 Uhr geht's los. Und uns ist die Woche so bewusst geworden, da ging es mal auch so um ein Geldthema. Am Dienstag war das, ne? Dienstag war das. Ich habe gar nicht so ein richtiges Zeitgefühl. Wo es um so ein Geldthema ging und uns so bewusst wurde nochmal, als wir darüber gesprochen haben, wie viele Paare sich eigentlich streiten wegen dem lieben Geld. Und ja, war bei uns manchmal früher auch so eine Herausforderung, so das liebe Thema Geld. Und das ist ja wirklich in vielen Ehen oder Partnerschaft einfach so das Thema, warum es bei vielen da Streitpunkte gibt, warum da gestritten wird. Hallo liebe Silvia, hallo liebe Angelina. Weil es einfach am Geld mangelt, weil jeder unzufrieden ist mit dem, was er gerade im Außen da so vorfindet und, und. Und also wir haben, uns ist einfach bewusst geworden, dass das liebe Thema Geld bei uns kein Thema mehr ist zum Streiten, aber wir hatten dann am nächsten Tag ein Thema gefunden, wo wir streiten konnten, ne? Denn ich war so unschlüssig, wie lange wir hier in Wien bleiben, und als wir am Dienstagmittag, hatte ich dann noch so einige Termine online. Und mein Mann hatte dann mittags so auf die Schnelle uns Zimmer hier in Wien buchen wollen sollen, ne? Müssen. Müssen. Es war schon so kurz vor der Abreise am Abend, ne? Am Nachmittag. Ja, und ich dachte, ist ja kein Problem, in Wien ein Zimmer zu finden mit einem schönen Spa-Bereich, weil das hatten wir sowohl in Prag als auch in Wien, immer schicke Hotelzimmer, so einen schönen Spa-Bereich gab. Und ich habe das auch so, oder wir haben das so genossen, ne? Morgens und abends in die Saunas zu gehen. Hallo, liebe Christine! Morgens und abends in die Sauna zu gehen und den Tag damit zu starten, vor allem mal so gut durchzuwärmen, weil die Temperaturen hier in Deutschland, die gefallen mir mal gerade nicht mehr so ganz. Ich freue mich schon wieder auf warme Gefilde. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dann so auf die Schnelle, oder mein Mann hat auf die Schnelle dann in Wien nicht das Hotel gefunden, was wir eigentlich gerne gehabt hätten. Und als wir dann in Prag rausgefahren sind, war immer noch unklar, auf dem Weg nach Wien, wo übernachten wir denn? Hallo liebe Susanna, wo übernachten wir denn? Jetzt in irgendeinem anderen Hotel, wo es uns dann doch nicht so gefällt, oder Airbnb. Und dann standen wir auch noch gefühlt den ganzen Abend in Prag im Stau, und ja, haben wir dann darüber halt gestritten, ne? Mein Mann war ziemlich sauer, dass er den Nachmittag dann einfach so damit verbracht hatte, ein Hotelzimmer vergeblich zu suchen und, und. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ich meine, wenn ich jetzt davon spreche, dass wir darüber gestritten haben, und du merkst ja auch, dass wir darüber uns amüsieren können. Das sind Probleme. Das sind ernsthafte Probleme. Aber das sind doch letzten Endes so die Dinge,
wo es bei vielen Paaren wirklich so eins das andere ergibt und im Laufe der Jahre so das Fass überläuft, wie man so schön sagt. Man, das sind ja jetzt auch schon 3 Jahre zusammen, ne? Gefühlt 3 Jahre seit 95, ne? Seit 95 zusammen, glücklich nicht verheiratet mit 2 gemeinsamen wunderbaren Kindern, aber gefühlt seit wie vielen Jahren zusammen? Also wir haben nicht das Gefühl, dass wir seit 95 schon zusammen sind. Und letzten Endes, diese vielen Streitpunkte, sitzt gerade der Schalk im Nacken. Es wird nie langweilig. Ich bin Zwilling. Ich habe viele, viele, viele Persönlichkeiten in mir. Wenn du denkst, ein Zwilling kennst du und dann kennst du ihn doch nicht. Ja, wo war ich stehen geblieben? Letzten Endes sind das doch diese Dinge, wo viele Ehen und Partnerschaften doch auseinandergehen, weil jeder unzufrieden ist mit dem, was er macht, mit dem, was er beruflich macht. Hallo, liebe Caroline. Morgens geht der Wecker, beide gehen aus dem Haus, treffen sich abends nochmal und in dieser Unzufriedenheit, ja, ergibt dann so eins das andere, wenn überhaupt noch miteinander gesprochen wird. Gesprochen wird schon mal noch miteinander, aber oftmals nicht wirklich miteinander kommuniziert, weil jeder so in seinem eigenen Universum ist, jeder in seiner eigenen Unzufriedenheit. Und letzten Endes ist es dann so, entweder man ist nur noch so auf dem Papier zusammen oder man bleibt der Kinder wegen zusammen oder arrangiert sich halt einfach oder ja, hat nicht den Mut, irgendwie Entscheidungen zu treffen. Und jetzt stell dir mal vor, also bei uns war es ja auch irgendwann so, ich meine, es ist nicht so, dass wir, das habe ich ja eben gesagt, es ist nicht so, dass wir überhaupt nicht streiten oder so, aber das ist dann manchmal so das Salz in der Suppe, ne? Sonst wäre es ja langweilig, wenn wir gar nicht streiten würden. Jetzt stell dir mal vor, du willst deine Ruhe haben. Und ich komme dann auf die Idee, ich mache noch ein Live-Video. Genau. Ja, mein Mann hat mich eben ganz kurz angeguckt. Was machst du jetzt noch? Ich sage, ich mache ein Live-Video. Jetzt weiß ich schon immer, wo ich wieder stehen geblieben bin. Stell dir mal vor, und das war ja bei uns auch irgendwie mal so, dass ich irgendwann so gedacht hatte, das ist jetzt nicht mal ganz so das Leben, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es ist nicht so, dass wir nicht mal wirklich ein Kommunikationsthema hatten, aber ich habe einfach in mir so eine Unzufriedenheit gefühlt. So, ja, morgens aus dem Haus gehen, Kinder in die Schule bringen, zur Arbeit fahren, am Schreibtisch hocken. Dann das Gefühl haben, das ist eh nicht mehr so das, was ich wirklich möchte. Mittags nach Hause kommen, mich um den Haushalt kümmern. Im Nu ist der Tag vorbei, abends so das Gefühl zu haben, was hast du heute eigentlich gemacht? Also mental ziemlich unzufrieden und frustriert zu Bett zu gehen, um am nächsten Morgen dann die gleiche Chose nochmal zu machen. Und ich habe halt irgendwann gedacht, ich will jetzt wirklich wissen, warum ich hier bin auf Mutter Erde. Ich will wissen, wo ich herkomme, was mein Plan ist, den ich mal mitgebracht habe, mein Seelenplan, was mir entspricht, was meinen Aufgaben, meinen Gaben, meinen Stärken entspricht. Will die leben und gehe auch dafür. Und das klingt jetzt ein bisschen krass, weil da kamen natürlich Ängste auf. Was ist,
Wenn ich so meinen Weg jetzt wirklich gehe und mein Ding mache, meinen Weg gehe, reiße ich dann nicht die Familie auseinander? Geht es dann doch in die Brüche mit unserer Partnerschaft, weil ich mein Ding mache? Natürlich kamen diese Ängste auf, aber ich habe mir gesagt, oder hatte irgendwie so das Gefühl, wenn ich wirklich das mache, was mir absolut am Herzen liegt, und es geht dann dennoch auseinander, dann wird es früher oder später sowieso auseinandergehen. Also bin ich dafür gegangen. Und was ich gemerkt habe und was ich auch bei vielen anderen einfach feststelle oder festgestellt habe, Entschuldigung, mit denen ich arbeite, die ich begleite, auch ihren Seelenplan zu entdecken und ihren Weg zu gehen, dass die Partnerschaft, die Ehe, auf ein ganz neues Level einfach nochmal kommt. Also so quasi die rosarote Brille wieder aufgesetzt wird. Ne? Also die rosarote Brille wieder aufgesetzt wird und man einfach nochmal, ja, die Partnerschaft auf ein ganz anderes Level bringt oder die Ehe. Und jetzt stell dir mal vor, du entdeckst wirklich auch deinen Seelenplan. Und du beginnst das zu leben, was dir selbst entspricht. Was hast du dann wieder für eine andere Ausstrahlung, eine andere Energie? Und mit dieser Energie steckst du ja letzten Endes die ganze Familie an. Ich meine, wenn ich das jetzt rückblickend sehe, auf welchem Energielevel, sage ich jetzt mal, ne, unsere Family ist, auch unsere wunderbaren Kinder, die ja inzwischen schon erwachsen sind, die werden jetzt 19 und 21. Dadurch, dass wir ihnen das vorleben und im ersten Schritt ich einfach natürlich auch mal vorgegangen bin, meinen Traummann hier mit ins Boot genommen habe, leben wir ja das letzten Endes ja auch unseren Kindern vor, dass sie eben nicht jetzt nach Schule irgendeine Ausbildung machen oder irgendein Studium des Studierens willens oder der Ausbildung wegen, um irgendwas mal in der Hand zu haben, sondern dass sie auch dabei sind, ihr eigenes Ding zu machen, ihrem Herzen zu folgen und entdecken, was ihrem Seelenplan entspricht. Und nicht, ja, sich einfach irgendwie einen Job suchen oder eine Ausbildung machen, nur damit sie irgendwas in der Hand haben. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, es ist so schwierig in Worte zu fassen, was ich dir damit einfach weitergeben will. Wenn du herausfindest, warum du hier bist auf Mutter Erde, deinen Seelenplan entdeckst und beginnst, den zu leben und wichtig auch, dir erlaubst, die Geldenergie ins Leben zu ziehen, die dir entspricht, damit du dir, deiner Familie, deinen Kindern oder auch für Mutter Erde den Mehrwert erschaffen kannst, den du wirklich erschaffen möchtest, dann bringt das einfach alles auf ein ganz anderes Level. Und jetzt stell dir mal vor, ich meine, ich bin ja inzwischen komplett selbstständig und habe mich ja auch nach 30 Jahren aus dem öffentlichen Dienst verabschiedet, weil ich mir gesagt habe, ich will wirklich nur noch das machen, was mir wirklich am Herzen liegt und mich nicht mehr, ja, mal ganz krass ausgedrückt, prostituieren, des Geldes wegen irgendwelche Dinge zu machen, sprich am Schreibtisch zu hocken. Aber ich habe das ja auch jahrelang nebenbei gemacht. Menschen dabei begleitet, ihren Seelenplan zu entdecken. Und jetzt stell dir mal vor, zu dem, was du jetzt gerade beruflich machst, wenn du nur mal ja, 1000 oder 2000 Euro im Monat mehr verdienst, was das schon alles verändert,
wie du dir, deiner Familie dann auch schon die ein oder andere Auszeit zusätzlich gönnen kannst oder auch einen Urlaub zusätzlich gönnen kannst oder einfach nur mal die ganze Familie zum Essen einladen kannst in ein schickes Restaurant, was vorher noch gar nicht so auf deinem Schirm war, um irgendwohin essen zu gehen und solche Dinge, was das einfach auch schon verändert. Und das sind so die Dinge, da werden wir am nächsten Wochenende auch ganz intensiv drauf eingehen. Das will doch keiner. Das will keiner. Nee, 1000 Euro nur nebenbei verdienen, das will keiner. Definitiv nicht. Glaube ich auch nicht. Hier in der Gruppe will das keiner. Da will jeder direkt 10.000 verdienen. Ne? Direkt fünfstellig. Aber was das alles einfach schon mal verändert. Denn mit dem lieben Thema Geld verdienen sind wir ja auch so konditioniert, dass einmal im Monat Geld aufs Konto kommt, das heißt zum 1. oder zum 15. Bei mir war das immer zum 1., bei dir war es früher zum 15., glaube ich, ne? Mitte des Monats. Und ansonsten können wir uns gar nicht vorstellen, dass öfter im Monat Geld zu einem fließt. Vielleicht auch sogar täglich im Monat Geld zu einem fließt. Und schau mal, mit unseren Gedanken erschaffen wir uns unsere Realität. Und das heißt nicht, dass es darum geht, da zu hocken und Om zu singen und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen, im übertragenen Sinne. Und darauf zu hoffen, dass irgendwo Geldenergie herkommt. Natürlich darf man ins Handeln kommen. Nur wenn man mal so annähernd sich dessen bewusst wird, was so das eigene Ding ist, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt. Da gibt es einige Möglichkeiten, wie du wunderbar nebenbei zu deinem Job, den du gerade machst, dir Möglichkeiten eröffnen kannst, wie du locker 1000, 2000 Euro nebenbei verdienen kannst, auf einem simplen und einfachen Weg. Man darf sich natürlich diesen Möglichkeiten erstmal öffnen. Und das sind unter anderem so die Dinge, um die es nächstes Wochenende beim Moneyfreude-Seminar geht. Also um Geld, mehr Geld ins Leben zu ziehen, fließen zu lassen. Und das funktioniert natürlich am einfachsten, indem man das macht, was aus dem Herzen herauskommt, was aus der Seele herauskommt. Denn dann kann einfach eben auch das geschehen, was den Erfolg ausmacht. Und wenn man sich der Vorstellung öffnet, dass es nicht so sein muss, dass nur einmal im Monat Summe X aufs Konto kommt und dass man damit dann einfach schauen muss, wie man über den Monat, ja, über die Runden kommt. Oder ich war früher auch mal so unterwegs, also das ist jetzt ganz, ganz früher, in meinem ganz früheren Leben, weiß ich noch, dass ich mich so um Nebenjobs irgendwo beworben hatte, so als Bedienung irgendwie im Café oder so. Hat nicht funktioniert. Ist auch eigentlich gut so, weil ich überhaupt nicht der Typ dazu bin, irgendwie im Café oder so zu bedienen. Also das wäre eh nicht gut gegangen. Das ist jetzt wirklich ganz, ganz aus meinem früheren Leben noch. Aber inzwischen im Zeitalter des Internets und des Online-Businesses ist es wirklich simpel und einfach, wenn man weiß, wie, wenn man mal weiß, welche Schritte man gehen darf, das nebenbei nur 1 oder 2.000 Euro mal zu verdienen. Und jetzt stell dir mal vor, wie das dein Leben schon auf ein anderes Level bringen würde, deine Familie. Was du dir, deiner Familie, deinen Kindern da schon locker zusätzlich ermöglichen könntest. Ja, das wollte ich einfach mal mit dir teilen, was alles möglich ist, wenn du dich diesen Möglichkeiten einfach auch mal öffnest. Genau. Wie viele Plätze haben wir denn noch beim Moneyfreude-Seminar? Hast du einen Überblick? Haben wir jetzt nicht gerade, ne? Also ich poste dir mal den Link zum Seminar hier ins Kommentarfeld rein. Das Seminar findet statt nächstes Wochenende in der Nähe von Traben-Trarbach. Ich kann mir diesen Doppelnamen von diesem
Ort Zeltingen-Rachting heißt das, glaube ich, ne? Gar nicht merken, es ist ein Vegan-Hotel. Und Freitagabends geht's los, es gibt noch freie Plätze. Solange die Anmeldemöglichkeit noch da ist, gibt es auch freie Plätze über unseren Bezahlanbieter Digistore, läuft das alles automatisiert, kannst du dir ein Ticket sichern. Und ja, lausch mal in dich hinein. Stell dir mal vor, wenn du da wirklich mal ein Handling bekommst, Dinge an Hand bekommst, wie du auf welch einfache Art und Weise du dir nebenbei was aufbauen kannst und dich der Geldenergie öffnest, dass nur 1000 Euro zum Beispiel oder 2000 Euro im Monat schon mal zu dir fließen. Und wir werden da auch ganz viel energetisch arbeiten, dass du dich nicht nur ja vom Äußeren her diesen Themen öffnest, sondern dass du auch Blockaden und Themen löst, dich von Themen befreist, die das bislang verhindern. Denn ich habe ja früher auch immer so da gestanden, so mit dem Schirm über mir. Ich hätte ja gern ein bisschen mehr Geld, aber bitte leib nicht zu viel hier bei mir ab. Und solange diese Glaubenssätze und Themen oder solange ich energetisch so rumgelaufen bin, das Universum sagt ja immer, dein Wunsch ist mir Befehl. Ja, solange ich im Mangel denke und denke, wie soll das funktionieren, das geht doch nicht, weil, dann werden diese Möglichkeiten auch nicht zu mir kommen. Ja. Da kommt noch die Stimme von rechts. Wir werden auch Freude und Spaß Nee, haben. das werden wir nicht, wird ganz ernst zugehen. Also Freude und Geld folgt doch nicht der Freude, oder? Eine ganz ernste Sache. Also, klar werden wir ganz viel Freude und Spaß haben. Es wird auf jeden Fall ein Wochenendseminar werden, wie du es noch nie erlebt hast. Das können wir versprechen, ne? Okay, also, ihr Lieben, einen wunderschönen Abend wünschen wir euch hier aus Wien. Bis ganz bald. Tschüss. Gutes Nächtle. Tschüss, tschüss.